Willkommen zurück bei Pokémon Team Rocket. Ich möchte jetzt dieses Gebäude in einem Part fertig schließen. Das heißt, wir werden jetzt jedes Stockwerk von 1 bis 10 durchkämmen und alle Trainer ausschalten. So wie diesen hier zum Beispiel. I support Team Rocket more than I support Zip. Weiß jetzt nicht, was er da gequatscht hat, aber ist ja auch nicht so wichtig. Scientist wants to fickt. Fickt. Ja, er möchte ficken. Ich meine kämpfen. Schleimock, dann nehme ich. Pibai. Ja, das Level ist immer noch zu schwach. Zu schwaches Level. Ich glaube, ja, ich wollte ja alles speeden. Ich wollte ja jeden Kampf eigentlich speeden, weil die sind ja nicht besonders herausfordernd, die Kämpfe jetzt. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Wenn doch, dann tut's mir leid. Na toll. Es tut mir leid für dieses Item hier. Wir haben hier ein Protein, das können wir einen Pokémon geben. Ich geb's mal Frisäure. Hoffentlich finden wir bald Schwertanz. Hypertrank. Ja, bis dahin müssen wir noch einen Platz frei kriegen. So, hier geht's zum Boss. Da wollen wir aber jetzt noch nicht hin. Erst später. Naja, wir können jetzt schon gegen Jessie antreten. Die möchte hier nämlich kämpfen, für die, die es nicht wissen. Ich glaube, das mache ich jetzt sofort. Da haben wir es hinter uns. Und das ist auch eine Herausforderung wahrscheinlich, eine kleine. Don't hurt me. Don't hurt me. No more. Na gut. Die Musik macht richtig Angst, finde ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die macht richtig Angst. What keep you, James? What keep you, James? I thought, God, to turn off if I wait here. I just whooped the police chief. He's all souvenirs up for you. Let's see if you can take me first. Ja, jetzt gibt's Ärger, würde ich sagen, ne? Also, Jessie. Goldbats. Das sind also die Level, die sind trotzdem schwach, obwohl es Jessies Pokémon sind. Naja, wir hätten hier viel früher reingehen sollen, wie gesagt. Jetzt haben wir zu starke Pokémon. Ein Dodri. Komm. Tun wir ihre Pokémon schockgefrieren, das tut immer gut. Das härtet ja bekanntlich ab. Oh, was kommt jetzt? Mörk. Schleimock, da wechsle ich zu Pibai. Oh gut, Level 50 ist schon ein Brocken, wieder ein Sprachfehler von mir. Aber egal, Psychokinese überlebt's nicht. Auch wenn es sehr viel KP hat, überlebt es diese Attacke nicht. So, was kommt jetzt? Was? Mario, was ist das denn? Na, Knogge. Na gut, das ist das, was er im Geisterturm gefangen hat, glaube ich. Im Pokémon-Turm. Aber egal, ciao, ciao, Knogge. So, was kommt jetzt? Potion. Das ist Potion. Sag mir was. Sag mir was. Potion, sag mir was. Die Entwicklung von... Stimmt, Snobilicat. Ist ja so klar, Snobilicat. Das Mauzi hat sich jetzt entwickelt. Nach über wie viele Pokémon-Episoden gibt's schon, hat sich Mauzi endlich entwickelt. Und ich glaube, das Mauzi würde sich dann entwickeln, wenn es Zahltag lernen könnte. Also, das in der TV-Serie, meine ich. Aber es kann ja bekanntlich kein Zahltag, weil es zu viel Kraft investiert hat, um sprechen zu lernen. Das heißt, es kann kein Zahltag. Und ich glaube, Zahltag wird benötigt, damit sich ein Mauzi entwickeln kann. Vermute ich mal. Also ist jetzt eher nur Fantasie von mir. Ne, gibt's nicht wirklich. Also ist ja alles nur TV. Aber wenn es real wäre, würde sich Mauzi entwickeln, wenn es Zahltag könnte. Das kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen. Ich als Pokémon-Profi hier weiß sowas natürlich, ne? Ohne jetzt angeben zu wollen, ich gebe irgendwie viel zu oft an mit meinem Wissen über Pokémon.
das wahrscheinlich viele von euch nerven wird, aber naja. Entschuldigung dafür, falls ich euch da mal. Falls ich euch da mal genervt haben sollte. Ich kann's mir nicht verkneifen. Ich kann's mir nicht verkneifen, aber wir haben dieses Stockwerk schon gesäubert. Ich wollte schon gekillt sagen, aber Stockwerke kann man ja nicht killen. Naja. So, hier, Forscher. An was forschst du denn? Kannst du es mir sagen? Er forscht an dem Taurus. Okay, was machst denn du an dem Taurus? Warte, ich tue es mal einfrieren, damit es sich nicht mehr bewegen kann, damit du es leichter erforschen kannst. Oh, ist draufgegangen. Ja, gut, das kann ja schon mal passieren, ne? Tut mir leid, aber okay, was hast du jetzt noch für ein Forschungs-Pokémon? Raichu. Da wechsle ich zu Rex mit einem Schaufler. Ich tue jetzt mal nicht speeden. Weil ich will ja hier nicht alles speeden, sonst wird es zu einem Speed-Let's Play. So, ich grab mich unter. Und grab mich wieder aus. Ich glaube, ich kann hier die Pokémon abwechselnd auf Level 65 trainieren. Hier in der Silsko. Ninetales, das müsste Volona sein. Weiß ich noch aus dem letzten Part, da haben wir gegen sehr viele Volonas gekämpft. Ja, hat sofort angegriffen, er hat Ruckzuckieb eingesetzt. Okay. So, sein letztes ist ein Vaporeon. Was ist das denn? Knorre? Ist das Knorre? Ne, Aquana, oh Gott. Eine Evoli-Entwicklung. Wasser. Ich greife an mit Risikotackle und riskiere es. Ah, knapp. Acid Armor, das ist Säurepanzer. Die Attacke habe ich noch nie in der ersten Generation gesehen. Bis heute. So, how did you know I was a police? Keine Ahnung, wegen den Klamotten wahrscheinlich. So, ich glaube, den Stockwerk hätten wir erforscht. Nein, die ist keine Trainerin. Von der haben wir ja Finale bekommen im letzten Part. Ja, ich glaube, wir haben alle. Oh, nee, den haben wir noch nicht. Das ist eine der Rocket-Brüder, glaube ich, im Originalen. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube es nur. So, was hat der Magnetilo? Oh komm, Level. Das mache ich jetzt nicht. Level 38, das ist doch ein Witz, oder? Komm, weg damit. Ich setze jetzt ein anderes Pokémon an erster Stelle. Protecti hat schon ein gutes Level erreicht. Nehme ich mal für Säure. Ich frage mich, wo Schwertanz ist. Wahrscheinlich steht es im Wiki detailliert, in welchem Stockwerk das ist. Hier sind wir im zweiten Geschoss oder im dritten, ich weiß nicht genau. Ne, das ist das zweite, genau. I work for the, what should I do? Keine Ahnung. Gib mir deine Pokémon. Hier ist nichts. Und hier ist auch nichts, außer ein Teleporter. Dann glaube ich, haben wir sogar dieses Stockwerk auch schon. Wobei da oben müsste, glaube ich, noch einer sein, wenn man hier nach links geht. Oder? Ist da einer? Auch nichts? Na toll. Na gut, dann haben wir dieses Stockwerk wahrscheinlich auch schon vollständig ausgeräuchert von Bullen. Na, Tatsache, dieses Stockwerk haben wir schon. Gut, dann gehen wir ins dritte Stockwerk. Stock um Stock. Hier in bei Pokémon Team Rocket Edition. Und ich mache mal kurz Pause. Es gibt Essen. Ja, wir haben Essen. Lecker, lecker, lecker. Hier, ich gehe hier am Essenstisch und der ist jetzt mal schnell, ne? Also bis gleich. So, willkommen zurück bei Pokémon. Ja, okay, ich bin wieder zurück, sagen wir es so. Also muss ich eigentlich selber zurück sagen. Hallo Kevin, willkommen zurück bei Pokémon. Wir sind hier im dritten Stock, glaube ich. Ah, ich habe gut gegessen, jetzt bin ich voll. Jetzt habe ich meinen Magen voll geschlagen. Oh, lecker, lecker. Team Rocket will not take over Silsko. Doch, das werden wir. Okay, ich glaube, ich brauche mal wieder was zum Trinken. Ich muss mal schnell wieder pausieren. Moment. Okay, ich habe was getrunken. Weiter geht's. Razor Leaf. So, unser Pokémon ist 20 Level stärker. Das wird ein One-Hit-Kill. Okay, was haben wir jetzt?
jetzt können wir eigentlich nur die Pokémon betrachten, die jetzt so alles kommen. Weil wir sind levelmäßig klar im Vorteil. Und wieder Molke, also die Kämpfe sind jetzt richtig langweilig. Und Level 61, viel Frisäure. Ist damit das stärkste Sandzähne, was ich jemals hatte. Oh. Okay, hier, Türöffner, öffnen wir mal schnell die Tür. So, hier ist noch eine. My Pokémon are my loyal soldiers. Oh Mann. Das sagt ausgerechnet ein Forscher, der nur einen Elektroball besitzt, mit Level 45. Okay, ja, machen wir schnell einfach mal einen Rasierplatz. Wieder ein One-Hit-Kill, glaube ich, oder? Ne, ich glaube, das müsste sogar überleben. Es hat nämlich nur 16 Level mehr. Ah, hat es doch nicht überlebt. Na gut. Hier ist ansonsten nichts mehr. Hier ist irgendwo ein Stockwerk, wo man Erdbeben findet. Die Frage ist, wo ist es? Nochmal Rooms for Items, toll. Okay, was werden wir verwenden? Wir müssen endlich mal unser Bike-Wunsch einlösen. Ah, schmeißen wir den Pokéball weg. So. Und jetzt kriegen wir ein Fluchtseil, ist ja klasse. Das können wir gleich wegschmeißen allerdings, oder? Wollen wir es wegschmeißen? Diesen Trank schmeißen wir noch weg. So, und was ist das? Top-Trank. Und das ist ein Top-Genesung. Und was ist da oben? Verstecken ist sinnlos. Team Rocket findet euch überall. Nein, Lizzie, lass mich in Ruhe. Can you see? I'm hiding. Everybody, she's new about to attack. Naja, gut. Ich glaube, dieses Stockwerk hätten wir auch schon erledigt. Jetzt geht der ruckzuck eigentlich, ne? Wenn es so weitergeht, haben wir es. Bald. Na gut, wir haben auch zu starke Pokémon. Team Rocket, Alarm! Also bei so einem starken Pokémon, die wir da haben, da sind die Kämpfe pipi leicht. Ja, komm, rappen wir es einfach mal. Okay, wurde zu toll gerappt. Was kommt jetzt? Dodri? Ne, Quatsch. Diktri sogar. Ich dachte Dodri. Ja, gut. Aber Diktri ist auch cool. Sieht man auch selten in einem ersten Generationsspiel. Okay, Diktri ist weg. Ich komme jetzt. Kingler. Ja, Kingler sieht man auch selten im originalen Spiel. Ciao, Kingler. Moment, ich muss mal schnell was trinken. Ich glaube, das mache ich jetzt während der Aufnahme. Ah. Tell me why. Okay, was ist hier unten? Wahrscheinlich nichts, ne? Jawohl. Gehen wir wieder ins nächste Stockwerk. Das müsste das fünfte Stockwerk sein. Und das vierte, ich weiß nicht. Den haben wir schon erledigt. Ja, in diesem Stockwerk haben wir jetzt die, den Türöffner gefunden. Bingo! The card key opened the door. Team Rocket is in the building. Hey, ja, das ist richtig. Woher weißt du das nur? Dass Team Rocket in dem Gebäude ist. Der kann ja wirklich hell sehen. It's a Pokémon Report. Pokémon Lab created Porygon. The first virtual reality. Reality Pokémon. Aha, es tritt in Reality TV auf, deswegen heißt es Reality Pokémon. It's a Pokémon Report. Four Pokémon evolved. Only then traveled by Link Cable. Diese werden. Calabra, Georock, Alpollo und Mashok. It's a Pokémon Report.
Over 116 Pokémon Technikrits have been confirmed. Inzwischen sind es schon längst. Wow, 600 oder 700, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher. Den haben wir noch nicht. We study Pokéball Technology on this floor. Wir erforschen hier die Pokémon-Technik über, ja, über Bälle hier in diesem Gang. Also beim Spread von Tauboss muss ich immer aufschrecken. Kevin schreckt zurück. Ah, Flügelschlag. Naja, gut. Zieht uns nicht allzu viel ab. Seht ihr Volltreffer sogar? Ja, das sagt nur eins. Levelvorteil. Jetzt ist es schwierig zu rappen, aber mal schauen. Ja, es ging. Magneton. Gut, dass es hier kein Stahltyp ist. Also, Razor Leaf. Dieser Friseur verlässt nun dieses Gebäude. Deswegen heißt es Razor Leaf. Er verlässt dieses Gebäude. Hallo, jetzt trifft! Das war der Sandwirbel von. Von dem Pokémon, was ich vergessen habe. Oh, also Zähne gegen seine Zähne, ja. Ne, das kann jetzt so passen. Ich wechsle zu Ice Protecti. Mit Eisstrahl. Okay, seine Zähne ist auch down. Und jetzt. Beedrill, also B-Ball. Nehmen wir da mal Rex. Er wird 42. Naja. Okay, Rex. Flamethrower. It's very effective. Ich hätte auch Feuersturm einsetzen können, aber naja. Damn, blaze it. Bingo. Der Card geopened the door. So, ich glaube, das ist ein TM. Verdammt. Was schmeißen wir denn weg? Was schmeißen wir denn weg? Ich schmeiß dieses Fluchtseil weg. Wir haben ja eh Schaufel, also brauchen wir das gar nicht. Ah, Protein. Protein. Okay, was machen wir mit Protein? Aha, geht sogar. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Weil wir haben es tatsächlich ja schon in diesem Part ein Protein gegeben. So, hier ist noch ein Item. Das ist aber Erdbeben. TM9. Aha, okay. Ist schon mal was. Was ist TM9? Was ist TM9 für eine TM? TM9 ist. Takedown, also Bodycheck. Bodycheck, naja. Ich bin nicht so der Fan von Bodycheck. Ich bin so der Fan von Risikotackle. Naja. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich dann später wegschmeißen. Was ist denn hier? Hier ist nichts, okay. Hier geht's in den zweiten Stock. Und wo geht's hier lang? Egal, komm. Oh, fuck. Auch wieder zweiter Stock. So, hier waren wir schon. Da waren diese Reports. Okay, ab ins nächste Stockwerk. Aha. I'm one of the four Police Brothers. Was? Mario Brothers? Ne, Police Brothers, okay. Polizistenbrüder, was soll denn das jetzt für ein Schwachsinn, habe ich noch nie gehört. Polizisten, Polizisten Brothers, oh mein Gott. Ich muss gleich kotzen. Ja. Eine neue Frisur von Mashok. Ich glaube, wir sollten unseren Friseure mal ein bisschen wieder, also, ja, wir sollten mal wieder heilen, unsere Pokémon. Magma. Na, das bekämpfen wir mal Feuer mit Pflanze. Solar Beam. Jetzt kommt wahrscheinlich eine Feuerattacke. Ah, doch nicht, nur ein Silberblick. Und es wird ein Killen. Fuck, Feuerpunch. Oh. Gut, dass wir einen Trank jetzt haben. Wir müssen eh jetzt die ganzen TMs einsetzen oder verschwenden. So, Hyper Potion. High Potion halt bis zu 200 KP. Also hat sich total rentiert. So, jetzt wird's gerappt. Okay. Unsere Säule Level 62 inzwischen schon. Damit der stärkste Pflanzen-Pokémon, glaubt. Ne, der stärkste Pflanzen-Pokémon, was wir hatten, war Zappy Queen, genau.
im schwarzen LP mit Level 70, glaube ich. Oh dear, help me please. Nein. Look at him, he's such a coward. You must have target tips for Pokemon products. Ja gut, bevor ich hier weiter singe. The police come to protect us from you. The market is trying to conquer the world with Pokemon. Woher weißt du das? Du weißt zu viel. Wo ist meine Waffe? Oh verdammt, ich hab sie nicht dabei. Die liegt in der Box. Glück gehabt, aber ich komme wieder. Das meine ich ernst. Ich komme wieder. Hey du, you cannot beat the police. Glaubst du, Team Rocket kann jeden hier killen? Sogar diese scheiß Golbert da, was du dran gesetzt hast, das werde ich doch. Das werde ich hier. Ich werde ihm die Flügel zerschneiden. Ja. Oh verdammt, nicht sehr stark. Na gut, ist ja auch vierfach schwach da. Es ist sehr da ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass die Attacke überlebt. So. Jetzt wird's gerewrapped. Yeah. Ich meine, ja. Es ist zwar verwirrt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt wird gerewrapped. Die Skullbats wird gerewrapped. Ja, yeah. Okay. Was kommt jetzt? Venomoth, das ist, Ormat, da wechsle ich zu Rex. Jetzt hetze ich meinen Hund auf ihn los. Okay, Rex, du weißt, was zu tun ist. Fire Blast. Verdammt. Verdammt hoch 2. Nein. Ja, nein. Na gut, hab nur 2 KP abgezogen, aber ist egal. Ach komm, scheiß Paralyse. Ach komm, scheiß Psychstrahl. Jetzt ist es auch noch verwirrt. Also, Rex, was ist denn los mit dir? Du wachst dich, Yanka Kakimotos. Befehl entgegenzustellen. Hier ein Full Heal für dich. So. Jetzt greife ich dich aber echt an mit einem Feuer. Nein, nicht das, sondern mit einem Fire Blast. Das hast du nun davon. Hier. Und Level 61. Dank Yanka Kakimoto. Ja, yeah, okay. Jetzt wieder genug. Das war jetzt ein bisschen Yanka Kakimoto. Hier. Yugong. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich wechseln. Ich nehme jetzt mal Kiffer mit einem Donnerblitz. Aurora Beamer. Aurora Beamer. Er beamt sich weg, genau. Thunderbolt. So, wir haben nicht, glaube ich, oder? Ja. Wir sind deutlich überlegen. Mit unseren 60er Pokémon. Was? Sofa? Hat sie gerade Sofa gesagt, egal. Ah, hier sind wieder 2 Items. Ich hoffe, eine davon ist Erdbeben oder Schwertanz. HP ab. KP plus ist es. Die gebe ich einem Pokémon, das schon sehr viele KP hat, damit es noch mehr KP hat bis jetzt. Und zwar Kiffer. So. Okay, was jetzt? Das ist XRKT. Oh Gott, keine Ahnung. Dead Rotten Präsident. He shouldn't have sent me to the Trixie Bench. Brench, ja. Oh Gott, 5 scheiß Pokémon. Wahrscheinlich alle Level 30, ne? Ah, doch nicht. Ein Glück. Es freut mich, dass die Pokémon hier nicht auf Level 30 sind. Na komm, machen wir es schnell. Einmal. Zweimal. Ja, mal Solarstrahl. Dreimal. Hier wird gerappt. Viermal und noch ein Solarstrahl. 5-mal. So schnell geht das. Ich laufe durch das Gebäude der Cops.
Ist hier noch vielleicht etwas? Nein, hier ist nichts mehr. Dieses Stockwerk hätten wir auch gesäubert. Naja, wunderbar. Ab geht's ins nächste Stockwerk. Ich glaube, das ist 8. oder 6. 7. I'm one of the Paul for the ja, 4 Bullenbrüder. Ja. Okay, da zwei Pokémon. Ein Onix. Wie passt der Onix überhaupt in das Gebäude? Ein Onix ist 7 Meter groß, glaube ich. Oder sag mal 3 Meter oder 4 Meter. Und ein Gebäude, ja, so ein Stockwerk hat nur eine Höhe von 2 Meter im Durchschnitt. Also meins zumindest, in das ich hier gerade sitze, 2 Meter hoch. Das ist ja ein Privathaus. Das kann ja sein, dass Bürogebäude, so wie das hier, ein bisschen größer sind. Okay, Fero. Was kommt jetzt, Fero? Ah ja, natürlich, jetzt wissen wir, es ist ein Ibitak. Da wechsle ich zu Kiffer. Fury Attack, da kommt das, das spule ich vor, genau. Das spule ich vor. Jetzt sage ich jedes Wort mit am Anfang. It's super effective. So, jetzt zeige ich mal auf den Gegner. Arc Brothers, I lost. Bingo! The card key opened the door. Das ist Schwertanz, das weiß ich. Die findet man ungefähr hier. Okay, bringen wir es gleich Sarzin dabei. Welche Attacke wollen wir denn verlieren lassen? Ich vergesse Stachelspore, dann können wir es mit Rewrap noch kombinieren. Endlich hat Sarzin mal eine richtig gute Attacke. Na gut, Solarstrahl ist auch schon eine gute Attacke und Rasierblatt auch, aber die waren alle nicht so besonders effektiv vorher. Aber jetzt haben wir eine richtig starke Attacke. Anscheinend Intruder? This must be you. Echt? Do you think so? I think not. Quapo, ja gut. Testen wir gleich den Schwertanz. Und erhöhen den Angriff plus 2. Na, ja, es kommt jetzt zum Glück nur ein Duplex-Hieb, das ist nicht so schlimm. Zieht ja nur ein paar KP ab. Nochmal. Damit ihr gleich für die nächsten Pokémon, die er hat, gerüstet sind. Naja, macht nichts, wir haben die Pokéflöte. Oh, ich kann mich nur erinnern. Früher, da hat der Gegner ständig Hypnose eingesetzt und ich habe ständig die Pokéflöte eingesetzt, bis ich keinen Bock mehr habe und gewechselt habe. Oje, oje. Oje, oje. Na gut, jetzt brauchen wir einen Top-Trank. Das hier. Top-Genesung. Okay. Wow. Das ist echt die heftigste Wasserattacke ever. So, noch einmal Schwertanz. Jetzt ist der Angriff maximal. Und jetzt können wir ihn killen. So, jetzt werden alle Attacken One-Hits sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also, was kommt jetzt? Einmal, zweimal. Oh, der hat nur 2 gehabt. Ich dachte, er hat 3. Naja. Na gut, hier ist nichts mehr. Ah, ich glaube, hier ist die Nee, die Heilstelle ist woanders. Oh, oh, I smell a little rat. Echt? Redest du mit dir selber? Du bist hier doch die Ratte. Profit! Okay, Porenta! Ich mach's nochmal. Schwerttanz und dann neue Frisuren verpassen. Erstmal müssen wir den Rasierer aufladen mit Energie. Den Akku des Rasierers müssen wir aufladen, damit er besser schneidet. Der macht mir nach. Na gut, der muss seinen Akku auch aufladen, damit sein Laubblatt oder was er auch hat in seinem Schnabel hat, besser schneidet. Aber seht euch an, wie wenig das abzieht. Unser Pokémon ist einfach zu stark. Was ist jetzt gut? Ah, verdammt. Ich dachte, wir haben es noch nicht aufgeladen.
gehabt, aber wir hatten es doch schon aufgeladen gehabt. Naja. So, und jetzt macht er sich ans Werk und verpasst Porenta eine neue Frisur. Fuck, es hat überlebt, obwohl es ein Volltreffer und plus 6 Angriff war. Na gut, es war nicht sehr effektiv. Jetzt hat er seinen Initiativwert noch erhöht. Naja, egal, Porenta ist down. Hat uns zwar jetzt sehr viele KP gekostet, aber macht nichts. Okay, was kommt jetzt? Sidra. Seemon braucht eine neue Frisur, also ran ins Werk. Oh, Volltreffer und Critical Hit und plus 6 Angriff, also ja. Was soll ich dazu sagen? Kaputops ist sogar vierfach stark, also vierfach stark plus 6 Angriff und noch Volltreffer. Besser geht's nicht. Na gut, Volltreffer war es nicht, aber naja, ist auch egal. Wigglytuff, oh Gott, Knuddeluff. Oh nee. Komm, lassen wir mal diesen Bommel da weg, der sieht richtig schwul aus. Okay, weg damit, okay. Lights out. So, Bingo! The court key opened the door. You, stop, get away! I would be bad if Team Rocket took over Sylph or our Pokemon. Oh no! Police help! Oh, die Polizei kann jetzt nicht mehr helfen. Unten geht's noch wo lang? Da findet man, glaube ich, sogar ein Carbon. Ne, Calcium findet man, ja genau, Calcium ist es. Oh no, ein Rocket. Ich meine ein Bulle. Hehe, you mistook for me, a Selbstgewerker. Die Forscher sehen aus wie die Bullen. Also ich erkenne gar keinen Unterschied. Schleimock, Schleimock. So, alle unsere Pokémon. Na gut, alle unsere Pokémon haben nicht Level 63, meine nur Protect und Fusori. Ich glaube, ich trainiere dann bald PY. Oder sag mal, nach dem Kampf trainiere ich PY. Oh nee, ich mag keinen Komprimator. So, hier, Psychokinese. Critical Hit und super effektiv. Tangela. Was machen wir mit Tangela? Na komm, lass uns PY draußen, wir wollen es ja trainieren. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Na gut, I'm done. So, jetzt Kalzium her. Oh gut, Kalzium mit den Spezialwert, das heißt, ich gebe es mal PY. Und jetzt wechsle ich die Stelle am PY zur Position 1. Ich hätte noch Kiffer an Position 1 tun können, aber naja, ist ja auch egal. Hier gibt es, glaube ich, mehr Gift als andere Pokémon. Das heißt, PY ist hier ganz gut dran. So, hier waren wir schon und haben den Angst gemacht, genau. Eigentlich müssen die Polizisten uns auch einfach nur festnehmen mit Handschellen und so, ne? Dann werden sie uns los, aber nein, sie setzen ihr Pokémon ein. Was für eine Logik, naja, egal. So, wie viele Stockwerke fehlen uns noch? 1, 2, 3, 3, okay. Sag mal 4, weil das zählt hier auch noch. Ah, machen wir den hier noch den einen, wenn wir schon hier sind. Da ist nämlich noch einer hier, genau. Halt, do you have an appointment with my boss? Ja, genau hier in meiner rechten Hand. Hier, bitteschön. Da, hier. Hier auf diesen unsichtbaren Zettel steht's drin. Oh Mann, der drei Pokémon. Aber die Levels sind ganz gut. Ich glaube, hier werde ich nicht speeden.
Ich glaube, ich setze mal ins komplette ein, just for fun. Oder, sag mal, wenn ein Psycho-Pokémon kommt. Prime-App, das ist Razov. Eine Tri-Attacke. Naja. Ich hätte Psychstrahl einsetzen können, aber naja, egal. Wir wollen es ja nicht übertreiben. What's coming now? Was? Naja, egal. Dodi. Na fuck, ich verwechsel das immer mit Dodi. Na gut, Dickdi ist weg. Drei Köpfe denken zwar besser als einer, aber ein Kopf denkt ist stärker als die drei. Oh Gott, lauter nervige Pokémon. Omot. Ich frage mich, warum es sehr effektiv ist. Käfer. Omot ist Käferflug, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Und Yugong. Komm, weg damit. Yugong hat viele KP und kann Erholung, also... Ja, Yugong ist schon ein nerviges Pokémon. Gott, demolished. Okay, machen wir jetzt die letzten Stockwerke. Auch wenn ich schon eine heisere Stimme habe, ich habe heute Minecraft aufgenommen. Den werde ich allerdings erst morgen hochladen. Das ist was? Ach, egal. Nicht so wichtig. Ich trinke jetzt noch mal was, damit mein Hals wieder in Schwung kommt. Smetbo. Psybeam. Müsste sehr effektiv sein. Na, doch nicht. Habe ich nur gedacht, dass es sehr effektiv wäre. Nachmache. Es ist nur Psychstrahlen, weil es ich gerade eingesetzt habe. So, weg damit. Level 62 für PY. Muck. Lauter Schlengmux hier. Na gut, dass wir PY draußen haben. Hätten wir ein anderes draußen, hätte ich gewechselt zu PY. Oder vielleicht sogar zu Arcani. Naja, mag es dauern. Max Spezialwert ist auch nicht besonders hoch. Und bald hat unser Simsalat Level 63. Austausch. Tschüss. So stark war unser Muschas ungefähr vor 6 Parts, glaube ich, Level 47. Okay, Tentacher. Oh ne, Tentoxer. Lauter Vollentwicklungen. Es erfreut mich, Vollentwicklungen zu sehen. Aber leider zu schwache Vollentwicklungen. Na gut, und das ist eigentlich unsere Schuld, weil wir haben, also ich habe nicht gemerkt, dass hier noch ein Turm ist. Also ich habe nicht gemerkt, dass die Silvsko hier ist. Hier ist noch einer. Na komm, schalten wir den noch aus. I'm one of the four Police Brothers. Na gut. Okay, was hast du denn? Drei nutzlose Pokémon. Dragonier. Schade, dass ich meinen Dragoran nicht dabei habe. Naja. So, zum ersten. Was kommt jetzt? Zum zweiten. Zum dritten. Fertig. Ich frage mich, was passiert. Moment, Moment. Ich frage mich, was passiert, wenn man hier eine Spielzeit von 1000 hat. Ob dann die 1000 angezeigt wird oder ob das dann durch einen Bug irgendwie sich verändert. I wonder, Silvsko is finished. Dum, 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 dum. Wir finden bald Erdbeben. Irgendwo muss doch noch Erdbeben sein. Wahrscheinlich im letzten Stockwerk, ne, im vorletzten. You're causing us problems. Scientist wants to fight. Anscheinend sind alle Scientisten wie Rockets gekleidet und alle Polizisten, ja, und alle Rockets getarnt als Polizisten. Oh Mann, das wird hier echt langweilig, langsam. Lauter schwache Pokémon. Aber es ist meine Schuld.
muss gestehen, das war meine Schuld. Es ist nicht die Schuld am Spiel, dass hier so schwache Pokémon sind, sondern eher an mir, weil ich nicht dieses Gebäude gesehen habe. Naja. PY hat jetzt auch schon Level 63. Jetzt wechsle ich mal und setze Kiffer an erste Stelle. Ich will ja immer das schwächste Pokémon trainieren. So trainiert mein Pokémon nämlich am besten. Die Schwachen müssen immer an erster Stelle stehen und die Starken eher an letzter Stelle. Ich glaube, die Stockwerke hätten wir auch schon erledigt. Oh Mann, geht hier ganz schön schnell voran. Den haben wir auch schon, okay. So. Hier noch ein Haus hier. Noch ein Ding zum Entriegeln. Ich glaube, das ist sogar ein Stockwerk, wo man sich heilen kann. Da werde ich hier dann vorbeischauen. New Pokémon have weak points. I can nail them. Ich glaube, das sollte ich eher zu dir sagen. Oh, Magneton. Okay, wenn er denkt, dass meine Pokémon schwach sind, dann wird er wahrscheinlich denken, dass ich 30er Pokémon habe. Tja, meine Pokémon sind doppelt so stark, wie er vermutet hat. So, Schlammbad, Kate, Magneton, was kommt jetzt? Extra Bass? Achso, Elektra-Bass, natürlich, Elektrik. Aber lauter verschiedene Pokémon, ist wieder ein Plus am Heck. Weil im Original sind da lauter Golbats und lauter Gift-Pokémon, halt immer die gleiche Scheiße. Aber hier sind die Pokémon abwechslungsreich. Sehr abwechslungsreich. Jo, hämmert mir, ja. Okay, hier ist noch ein Tür-Dingsbums zum Entriegeln. Ah ja, hier ist die Heilstelle, genau. Aber da ist noch einer der Rocket-Brüder oder einer der Bullen-Brüder. Das weiß ich auswendig. Okay, was kommt? Jensi, Chanera. Sollten wir so schnell wie es geht vergiften. Nicht, dass noch ein Komprimator kommt und wir es nicht mehr killen können. Also. Toxin. Er verstärkt seine Verteidigung. Aber es bringt ihm nichts, das Gift wird ihn nach und nach auffressen. Oh, es heult uns an. Kein Mitleid gegen die Cops. Ah, komm, jetzt erhöht er seine Verteidigung und senkt unseren Angriff. Das ist, ja, das ist eine gute Taktik, während er nicht vergiftet wäre. Tja, Chanera ist down. Gibt 2622 Erfahrungspunkte. Und ein neues Level für Kiffer. Kickli ist es, glaube ich, ne? Ne, Nocturne. Ah, doch, Kickli. Toxin. Was war denn das? Rolling Kick. Heißt zu Deutsch Rollkick, aber die Attacke kenne ich nicht. Naja. Egal. Ciao. Kickli. Und wer einen Kickli hat, hat auch bestimmt einen Nocturne, oder? Ne, Nakani. Okay, dann setze ich Schlammbad ein. Ember. So. Ja, zieht nicht so besonders viel ab. Akani ist sehr stark, das Pokémon, deswegen habe ich es auch im Team. Aber jetzt ist es auch down. Jetzt können wir auch unsere Pokémon heilen. Oh, Brothers, I lost. Bingo! The card key opened the door. Heil meine Pokémon oder ich werde dich töten. Ich will take a quick nap. Don't hurt me. Ich glaube, die hatten Hirnschaden. Naja. Ich glaube, das Stockwerk hätten wir auch schon, kann es sein?
Ja, ne? Ne, da ist noch einer. Oder haben wir den schon? Ja, den haben wir schon. Also ich glaube, jetzt brauchen wir noch ein Stockwerk. Ja, ich glaube, das ist das letzte. Enough of your silly James. Games. Games und James, ja. Der James, der spielt scheiß Games. Elektroball, ja, leck mich doch am Arsch. Ich mag keinen Elektroball. Na gut, ich mag eigentlich schon Elektroball, aber nicht, wenn ich gegen es kämpfen muss. Er killt sich selber. So kann man es natürlich auch machen. Das erleichtert uns die Arbeit. Golbat. Ich rieche einen Donnerblitz. Riecht ihr ihn auch? Also, naja, ich weiß nicht. Ich rieche hier einen Donnerblitz. Naja. Also ich versuche jetzt irgendwie zu euch ein bisschen zu unterhalten, weil die Kämpfe ja ein bisschen eher langweilig sind. Falls nicht, dann naja, dann habe ich es eigentlich nicht nötig, aber naja. So, und hier werden wir Erdbeben finden. Dann werden wir die Städte mit unserem stärksten Pokémon erschüttern, sobald wir Erdbeben haben. Welcome to the 10F. So good of you to join me. Was? 10. Stock? Ich glaube, die Silbskorte im Original eigentlich nur 10 Stöcke. Aber das ist nicht das letzte Stockwerk. Das letzte Stockwerk ist nämlich das, was danach kommt. Ich stecke jetzt gar nichts mehr. Naja, egal. Gyarados wird gewonnen. Jetzt 4-fache Stärke. Und der Bulle ebenfalls. I'm stunned. So, jetzt werden wir die Städte erschüttern mit dem Zorn von Team Rocket. Carbon. Carbon erhöht die Initiative, glaube ich. Die sollte ich am besten... Ich gebe die PY. Und hier ein Sonderbomben. So, und jetzt, das müsste Erdbeben sein. GM26. Die Frage ist, welches Pokémon wollen wir Erdbeben beibringen? Ich hätte an Dragoran gedacht, aber Dragoran kann schon die Attacken. Oh ne, es kann gar kein Erdbeben lernen, Dragoran. Ich weiß auch nicht, welches Pokémon wollen wir Earthquake beibringen? Wir hatten schon im Schwarz-LP kein Pokémon, das Erdbeben konnte. Und ich will jetzt hier mal wieder ein Pokémon haben, das Erdbeben kann. Sonst bin ich ganz traurig. Und beende dieses Let's Play. Und dann sehe ich es erst abgebrochen. Und schreibt dann als Grund hin, wir haben kein Pokémon, das Erdbeben kann. I'm scared. Wieso? Hast du zu viele Horrorfilme gesehen oder was? Oh. Okay, wir haben alle Bullen in diesem Stock, also in diesem Gebäude erledigt. Zurück ins zweite Erdgeschoss. Ja, in diesem Hack ist alles anders. Drittes Erdgeschoss. So. Im Original ist es das zweite Erdgeschoss. Da wurde wahrscheinlich was verändert. Jetzt heilen wir noch schnell die Pokémon. Und dann fordern wir den Governor heraus. Und wie auch immer der auch heißt. Den Chief oder wie auch immer. Bla bla bla. Ja komm, jetzt haben wir unsere Pokémon zweimal geheilt. Das müsste schon reichen. Ich könnte jetzt noch meinen Dragoran mitnehmen, aber scheiß drauf. Das schaffen wir schon. So. Gib mir das Lapras. Oder du wirst sterben. Oh no! Don't hurt me! I just ate it! Porygon, na gut. Porygon ist sogar besser. There is no more room for Pokémon. Porygon was sent to Pokémon Box 1 on PC. Jetzt Pokémon, wie meldet her? Okay, im Original kriegt man hier ein Lapras, aber man kriegt hier anscheinend ein Porygon. Cool. So, das ist wirklich der letzte Polizist hier in diesem Gebäude. Stop right there. Don't you move. Warte, ich trinke noch schnell was und dann können wir kämpfen. Okay, Moment. Ah, okay. Entoron. Was willst du mir mit deinem Entoron beweisen, hä? Dass du schwach bist? Entoron ist ein scheiß Pokémon.
Okay, das hätten wir. Was kommt jetzt? Hypno. Naja. Hypno ist gut, aber naja, ich bin nicht so ein Fan von Hypno. Hypno zählt für mich eher als nerviges Pokémon. Okay. Und was hat er als letztes? Das letzte Pokémon eines Polizisten hier in diesem Gebäude. Es ist ein Rapidash. Was ist das? Galoppa. Okay, Thunderbolts. Na, fast. Oh nee, Feuerwirbel. Jetzt kommt hier diese Rap-Taktik, oder? Bla 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 bla. So, weg damit. So, und jetzt fordern wir den verdammten Chief Inspector heraus, oder wie auch immer. Wo hab ich das eigentlich her? Chief Inspector. Ich habe doch irgend so eine TV-Serie gesehen. Chief Inspector. Verdammt, wo hab ich das her? Wahrscheinlich irgend so ein schwuler Scheiß, was ich mir heimlich anschaue. Nee, nicht Spaß, irgendwas, keine Ahnung. Ach ja, das ist, das war der Wichser, genau, Chief Inspector, genau. Der Wichser. So, was setzt man gegen Graveler ein? Frisol. Was macht der? Ach, komm, weg mit dir. Ich habe jetzt keine Zeit mit dir. Ich habe jetzt keine Zeit zu schauen, was du da machst. Also, so ein Pokémon haben ein gutes Level. Level 59. Freut mich. Was kommt jetzt? Der Machamp. Der Champ der Mars. Mars-Bier, ja. Ich hätte gerne Mars-Bier. PY. Na gut, Psy-Strahl. Psy-Strahl, nee, ich meine Psychokinese. Dieses Mach schon mal ist schon eine Psychokinese wert. Nidoking. Na komm, weg mit dir. Hast zwar Level 61, aber das wirst du nicht überleben. Und wer Nidoking hat, der hat doch bestimmt einen Nidoqueen, richtig? Quappo. Ist Quappo in dieser Generation Kampf-Pokémon? Ich glaube ja. Also, tschüss. Ja, es ist ein Kampf-Pokémon. Okay. Ich hatte es in Erinnerung, dass es in der ersten Generation nur ein Wasser-Pokémon ist. Naja. Oh, I lost again. Blast it all. You defeated us. You might have won the battle. But the war is fair, far from over. Jetzt gib mir den Meisterball, oder ich werde dich erschießen. Why did you have to do this? Please, just take this and leave. You have no room for this. Und so. Was machen wir denn jetzt? Was schmeißen wir denn weg? Und kommt das da? Dieses XI. Damit, X-Item. Gib mir den Meisterball, danke. So, und was sagt deine Frau dazu? Please don't hurt me, President. Alle sagen don't hurt. Naja, egal. Ich glaube, ich werde jetzt ein paar Sachen verkaufen und dann noch diesen Part beenden. Dann machen wir im nächsten Part die Arena. Die Psycho-Arena. Die Arena der Psychos. Da sind lauter Irre drin, das nennt man auf gut Deutsch Irrenhaus. Ein Irrenhaus-Arena. Auf gut Deutsch. Tatsächlich, 11 Erdgeschosse. Im Original sind es nur 10. Also wahrscheinlich zählt hier das Erdgeschoss als erstes F. Das könnte natürlich auch sein. Das ist sogar wahrscheinlicher. Ich glaube, das ist sogar so. Ja. Aber das Erdgeschoss ist kein Stock, ich meine. Der erste Stock ist der erste Stock, ne? Und nicht das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss ist ein Erdgeschoss. Und der erste Stock ist ein erster Stock. Oje, oje. Meine Stimme ist so im A. Aber egal, ich werde jetzt noch die Items verwalten und dann hole ich meinen Dragoran. Wobei, das mache ich gleich jetzt. Ich nehme schnell meinen Dragoran mit, weil die Arena könnte heftiger werden. Könnte sehr heftig werden.
Da wäre es nicht schlecht, wenn ich meinen Drachenboden dabei hätte. Na, wo ist Dragoran? Hier. Okay, können wir das Erdbeben beibringen? Nein, keins unserer Team-Pokémon kann Erdbeben. Echt geil. Also, in der 5. Generation kann Dragoran Erdbeben. Das weiß ich, da habe ich einen Dragoran, das Erdbeben kann. Egal, komm, schmeißen wir den ganzen Müll jetzt weg. Oder lagern ihn einfach mal. Das Elixier kommt rein. Pokeflöte brauchen wir. Top-Beleber kommt rein. Archimpass kommt rein. Nugget verkaufen wir gleich. Ah, Max Potion tun wir auch noch rein. Die heben wir uns für die Liga auf. HM3 kommt rein. Dieses Bike-Dings, das wir nie einlösen, kommt rein. Die Karte kommt rein. Stärke brauchen wir wahrscheinlich jetzt dann bald. TM34 kommt rein. Das kommt rein, das ist das Münz-Dingsbums. Das habe ich mitgenommen, weil ich dachte, dass wir uns einen Hyperstrahl holen können, was leider nicht geht. Stattdessen gibt es hier statt Hyperstrahl ein paar nutzlose Items. VM1 kommt rein. TM36. Ich glaube, bald ist die Box voll. Erdbeben kommt rein. Der Meisterball ebenfalls. Ich frage mich, wo es die legendären Pokémon Arctos, Zapdos und Lavados gibt. Na, und Mewtwo vor allem. Wahrscheinlich gar nicht. TN9 kommt rein. Und ein Sonderbaumann kommt rein. So. Wie können wir noch die letzten 3 Minuten totschlagen, damit es ein genauer ein Schumpenbad ist? Ich nehme mal schnell die Karte wieder mit. Oder ne, hier gibt es bestimmt ein Gebäude, wo wir eine Karte haben. Erstmal den Zustand der Pokémon kontrollieren, okay. Welches Pokémon wollen wir denn gegen Psycho-Pokémon an erster Stelle haben? Ich muss Rex trainieren, deswegen Rex an erster Stelle. So. Oh, was ist das? Das ist ein Museum, okay. Nein, ich bin Team Rocket, ich habe sowas nicht nötig. Ich schleiche mich lieber vorbei. Anscheinend wurde hier die Stadt Marmoria City mit Saffronia City kombiniert. So, von ihm kriegen wir doch Psychokinese, oder? Aha, wir haben schon von dem Psychokinese bekommen, okay. Okay, ich zeige euch mal, was wir jetzt noch machen müssen. Wir müssen hier die Arena machen. Warte, 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 die Arena. Also hier, wo wir jetzt sind, ist die Arena, ne? Ist logisch. Dann, Moment, dann müssen wir, dann geht's hier entlang. Ich glaube, da haben wir sogar alle bis auf einen Orden. Dann geht's hier lang, durch irgendeine Höhle. Dann hier, so das 16, 17, 18, vielleicht finden wir dort die letzte Arena. Und dann in die Top 4. Mehr müssen wir nicht mehr machen. Wir haben... Oh, wir brauchen 3 Orden. Fuck. Nee, doch, wir brauchen nur noch 2 Orden. Also, das Let's Play dauert nicht mehr lange. Vielleicht werde ich dann Call of Duty Modern Warfare 3 starten, wenn wir das Let's Play fertig haben. Mal gucken. Okay, Scheiße, noch 1 Minute. Muss 1 Minute totschlagen. Schauen wir uns die Items an. Also, unsere momentanen Pokémon sind... Rex mit Level 61. Protective Level 63. Ich glaube, die Pokémon in der Liga haben Level 70. Pivoy Level 63. Kiffer Level 62. Nein, Frisore Level 63. Und Alvine Junior Level 64 und unser stärkstes Pokémon. Okay, ja, wie gesagt, im nächsten Part Arena, dann machen wir uns auf den Weg in die Pokémon-Liga oder beziehungsweise auf den Weg in die letzte Arena. Also Leute, dann bis zum nächsten Part. Ciao!